Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum vierten Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Beim letzten Mal werde ich etwas ausgerastet. Wegen der Schussbrunnen auf unserem Grund. Scheiße, das ist so gespuckt. So. Und ja, wir werden jetzt Level 5, 6 betreten und dazu gleichzeitig Morten besiegen. Denke ich mal. So. Dann fangen wir jetzt an bei Stein, Spike, Staccato. Staccato. Ja, Stein, Staccato. Ja, Staccato heißt es anscheinend. Das denke ich. Keine Ahnung. Oh nein! Nie wieder! Nein! Verpisst euch! Ihr habt schon auch so viel Aufregung gesorgt. Aber ehrlich gesagt, Piranha-Pflanze ist schlimmer. Das ist echt so. Oh, Eichel, sogar noch viel besser. Heute sind wir ja natürlich mit dem blauen Tod am Start. Der blaue Tod ist natürlich besser als der gelbe. Ich habe ja das Gefühl, hier ist irgendein linkster Starcoin. Aber sieht nicht so aus. Achso, ich hatte ihn eigentlich schon eingesammelt. Erstmal so nach Starcoin suchen, den ersten, und dann bemerken, dass ich ihn gefunden hatte. Hier ist der zweite. Erstmal muss man hier. Dummi! Ich wollte nicht Missgeburt sagen. Ich wollte Mieser Harald sagen. Ihr fragt euch so, warum? Ein Freund hat mich damit angesteckt, das zu sagen. Der hat das auch immer gesagt, als wir FIFA gespielt haben. Der ist so geil in FIFA ausrasten, echt so. Aber, naja, ein Video mit ihm machen ist eher keine gute Idee. Falls ihr jetzt denkt, ja, macht doch ein Video mit euch, dann können wir sehen. Oder nicht. Wäre besser, wenn ihr ihn echt persönlich kennt, dann wäre es sogar am besten. So. Wie ich je weiß, ist hier auf jeden Fall kein Secret ist, aber jedenfalls die Starcoins. Moment. Passt. Weitermachen. Okay, warten. So, meine. Wow. Habt ihr es gesehen? Ich wäre fast runtergefallen. Fast. Also ich war so richtig am Rand. So. One up, meiner. Ey, wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre ich ausgerastet. Na. Jetzt muss ich es wenigstens überleben. Boah, knapp, knapp. Ja, du schaffst es, knapp ist durch. 800 Punkte! Yay! So hat es nämlich der blaue Toad gemeint. Ich übersetze es mal auf Deutsch. Ihr scheiß Missgeburten, ich kann das einfach. So. Und jetzt gehen wir zu Level 6 in der Sandgurin-Wüste. Ist einfach so, die Mario Bros. Musiken sind relativ gut. Aber es gibt natürlich viele Videospielmusiken, die sogar noch besser sind. Ist halt echt so. Wow. Knapp, knapp. Aha, Lakito Stop. Jetzt möchte ich nicht. Ich bin einfach so eine Scheiße. Alter! Na! Das ist überhaupt nicht lustig! So. Gleich wird er verrecken. Gern geschehen. Nice! Ein bisschen nach oben fliegen, weil ich denke, oben ist schon eine Röhre, wenn ja schon Lakito da ist. Aber es auf den Moment. Warte. Da bräuchte man
Ach nee, da wird der jetzt nicht sterben. Das heißt, ich bräuchte jetzt den Cooper hier. Tut mir leid, ich muss dich leider umbringen. Er stellt also die ganzen Piranha-Pflanzen da an. Wow, Digga. Ich bin voll auf Drogen. Wow. Meiner. Schade, ist vorbei. Erst Münzen sammeln. Und jetzt noch mal kurz nach unten. So. So. Schon mal tot. Dabei versuche ich jetzt auch, mich endlich bei Videos gleichzeitig auch ein bisschen zu verbessern. Fürs Erste lasse ich auch wahrscheinlich dieses Jahr es mit meinem Equipment, also dass ich immer noch jetzt so gerade bleibe, wie es jetzt ist. Hauptsache, die Videos sind unterhaltsam. Also nicht für mich, sondern für euch. Es geht ja nicht um mich, sondern um euch. Weil ihr sollt ja die Videos unterhaltsam finden, nicht ich. Aha! Ich wusste es! Habt ihr es gesehen? Jetzt machen wir weiter. So. Aha, dachte ich mir. Es ist dort. Und ich krieg Sterndücker. Nochmal auf Drogen. Mist, 2000. Ach, egal. So, und jetzt betreten wir das Schloss und besiegen Morten. Ich weiß, wo du wohnst. Meine Katze findet einfach so süß und die könnte es nicht sehen. Es geht eigentlich auch für meine Katze, die kennt auch. Ich bin gerade recht, genau. Da bräuchte man echt einen kleinen Pilz, damit man eben, ja, kann. Nein! Nein! Ich schau nur auf den Pilz! Und sterbe! Ich habe eine bessere Idee. Ich gehe mal kurz zu Level 4 und hole mal kurz den Mini-Pilz. Ja, die Drogen wirken nicht mehr. No! Das ist ein Speedrun. Verpisst euch. Ich bin groß geworden. Ist ja aber Gras gebracht, denn kennt ihr das von Pixels? Da hat der Erfinder von Pac-Man so zu Pac-Man gesagt, also als er, glaube ich, New York angegriffen hat, hat der Erfinder so gesagt, es ist mein Sohn. Und dann ging er zu ihm und dann so, hallo, mein süßer kleiner Junge, du bist aber Gras geworden. Das war so lustig. Aber Pixels ist natürlich auch ein sehr guter Film, muss ich echt sagen. Ich hoffe, es wird auch vielleicht einen zweiten Teil geben, das glaube ich aber eher nicht. Da ja bei Pixels eher ein zweiten Teil keine gute Idee ist. Man weiß, oder doch, theoretisch schon. Bei Ralf Reichs hat man das ja auch so gemacht, da ist die Arcades und dann auch gleichzeitig dann später so die ganzen, das es heute gibt. Ja, Google! Also Google
dann ja, kann man eBay und ja, die meisten anderen Spiele, die auch auf Mobile sind halt, oder ganz, glaube ich, allgemein auf Konsolen, wenn die online sind. Und dann eben, ich wusste es, okay, und dann halt eben auch noch weitere Spiele. Und das wäre halt, cool, wenn es so bei Pixels kommen würde. Jetzt halt so die Spiele, die halt jetzt so auf PS4, Nintendo Switch und so weiter drauf sind. Ja, aber ich glaube, das wäre bei Pixels eben keine gute Idee. Darum heißt es ja auch Pixels. Das ist halt ein Film, in dem es ja um Arcade-Spiele eigentlich geht. Und deshalb ist es halt besser so, wenn das lieber einfach ganz normal immer noch nur den ersten Teil, kein zweiten, einfach nur den ersten. Der erste Teil ist ja relativ. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, könnt ihr ihn gerne anschauen. Auf Amazon Prime gibt es wahrscheinlich sowieso, Netflix glaube ich leider nicht. Aber... ich nehme jetzt mal Schlampermädchen, also da wo Kleber und so sind. Ich hab da. Auf geht's. Leute. Auf geht's, du Bitch! Ja! Ich krieg dich! Du hässliches, fettes Riffi aufgebaut ist das. Einen Moment! Ich hab doch eine Flasche! Ich werfe ihn nur auf den Boden, weil überall meine Katzen sein können. Ich weiß, dass wir beide sind hier auf der rechten Seite. Deswegen, also von meiner Sicht, rechte Seite. Deswegen passe ich auf. Nein, ich bin jetzt kein Item. Ich habe es auch ohne Item! Ich bin zu gut! Nur, dass er gerade nur Glück für Mopsi. Boah, knapp, komm schon. Noch ein bisschen. Nicht mehr lang. Ja! Sag dich doch, ich schaffe es ohne Item. Und jetzt kriege ich das Beste. Die P-Eichel. P-Eichel. Ja. Ich weiß nicht, wie man das Item eigentlich nennt. Ach, egal. So, wir gehen nochmal zu Mortens Pressfestung. Wir werden pressen. Alter, bei mir riecht es gerade voll gut. Oh, das riecht nach Fleisch. Ach nee, da war hier. Ich weiß alles, das riecht gerade nach gutem Essen. Oh, no! No! Nein! Sorry. Eigentlich frage ich mich auch, werden wir es überhaupt zur nächsten Welt schaffen? Das ist hier die Frage, Leute. Das ist echt die Frage. Das ergibt eigentlich auch gar keinen Sinn. So. Los geht's. Nochmal hier in die Pressfestung, wo jeder Sport treiben kann, wann und wo der will, mit der Nintendo Switch. So, schnell. Okay, und los! Ja, scheiße. Ich muss mich mal kurz trinken, Leute. Na, Alter. Bullshit. Weil ich auf jeden Fall gedacht habe, dass ich mir ein neues Mikro kaufe. Hier ist ja noch mein anderes Mikro. Und dann habe ich gedacht, ich habe so ein normales Mikro, aber es liegt halt daran, ich gehe ja
ja bald auf die FOSS, also Fachoberschule, für die, die es nicht wissen. Und da werde ich wahrscheinlich sehr wenig Zeit haben, Videos aufzunehmen. Und vor allem bin ich im August sozusagen voll gebucht, wegen 4 Wochen Türkei. Und ein Tag bin ich auch sowieso beim Freund zu alt. Bei einer Geburtstagsfeier. Er wird 18 und wir wollen zum Lasertag. Da muss ich ja hin. Lasertag ist nice. Bei meinem Geburtstag jetzt neulich am 29. sind wir auch zum Lasertag gegangen. Und ich sag mal, Lasertag ist richtig geil. Das ist echt so. Ihr solltet mal unbedingt bei euch auch Lasertag mal fallen und ich kann diese Röhre sehen. So. Ihr müsst es machen, weil. Okay. Aber Lasertag ist cool. Falls ihr, also ich wohne ja in München, wie ihr wisst. Nicht alle, aber einige wissen es, glaube ich, dass ich in München lebe und ich habe bei Indoor Games gebucht. Da war 21 Euro pro Person natürlich schon relativ viel Geld. Ne? Aber das. Achso, ich dachte. Aber. Hat sich dann jedenfalls gelohnt, weil Lasertag hat richtig Spaß gemacht. Da gab es auch komischerweise eine Airhockey-Stelle, also ein Airhockey-Spiel links da. Und da habe ich dann so meinen Freunden so gesagt, ja, stellt euch mal vor, wenn wir gesagt hätten, dass Lasertag voll langweilig war und Airhockey das Spaßige daran war. Das wäre echt lustig gewesen. Aber wir fanden beides geil. Weil es war kein normales Airhockey, sondern das war halt Airhockey für 4. So, okay. Weil ich möchte nicht sterben. So. Dann bin ich jetzt groß. Ich bin auch jetzt hier allgemein sehr groß. Ich bin 1,90 jetzt. Und 16 Jahre alt. Ich hatte am 25. Juni Geburtstag. Viele haben mir zum Geburtstag gratuliert. Da bin ich auch natürlich auch dankbar. So. Nein, das war richtig. Das war knapp. Das war richtig knapp. Okay, so Leute. Nochmal. Jetzt habe ich hier es geschafft. Jetzt muss ich nur noch hier so nach oben kommen. Also ich möchte mal nur kurz mal schauen, dass da nicht so oben ist. Ich glaube nicht. Doch, willst du. Kann ich ja wieder weg. Und im Moment. So, und geschafft. Jetzt kann ich zu Morten gehen und ihm den Schönsinn versuchen. Immer positiv denken. So, jetzt auf geht's! Alles klar. So. Oh nein. Da konnte ich ja nicht springen, weil. Wow. Nein! Du scheiß Rindvieh! Nein! Das war dumm von mir. Knapp. Okay. Hier. Und mein Mikro fällt wieder. Aber wisst ihr gerade, wie ich gemacht habe? Ich habe einfach so, als wäre es Bum-Bum gewesen gemacht. So. Nee, warte, so. Und jetzt? Ja, noch mal machen. Ich hasse es. Ich schwöre, ich hasse es. So, nochmal. Nein, ich will Luigi nicht benutzen. Ich mache das Level. Klar? Sonst wäre es ja kein schönes Let's Play. Und sonst würden nicht alle Spaß haben, wie ich ausraste.
und wie ich mich einfach nach hinten lehne und dann so denke, ja, ich bin der beste Mario Bros. Spieler aller Zeiten. Bin ich aber nicht. Das war gerade dumm von mir. Egal, weiter geht's. Ui. Eine Sache. Wieso habe ich eigentlich davor eine Brustblume bekommen, wenn mir bei Morten eine Brustblume fast gar nichts bringt? Da kann man ja nur auf ihn raufspringen. Aber vielleicht bringt Eisblume etwas, weil die stoppen ja immer ein bisschen die Kupas für eine sehr kurze Zeit. Sogar, also weniger als eine Sekunde, wie ich hier weiß. Hui, 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 hui. Und nochmal jetzt. Also meine Karte steht auf. So, aber jetzt beginnt der Kampf. Mehr auf, kämpfen. Konzentrieren statt. Wow! Ja, gut, ich wurde getroffen. Also. Hä? Stirb! Du fettes Renfi, Alter. So, und jetzt nochmal. Hui! Jetzt ist mal. Nein! Das war zu spät. Da! Hilf mir! Ich werde das wohl tun müssen. Obwohl es gar nichts bringt. Wir machen noch dieses Level. Und ich werde, egal wie lange dieses Let's Play dauert, wenigstens dieses Level schaffen. Weil eigentlich hasst man Ludwig richtig mehr. Also richtig viel. Doch stattdessen hasse ich jetzt Morten. Ja, erstmal kann ich mich bewegen. Absichtlich gemacht. Er kann ja nicht springen, während er im Panzer ist. Ja, okay, ich lasse. Yes! Endlich geschafft, Leute! Geile Explosion. So. Und somit jetzt alle Sternmünzen in der Sandkuchenwüste eingesammelt. So, natürlich speichern. Was soll ich denn sonst machen? So. Das war's dann auch mit diesem Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mal schön einen Daumen nach oben da. Der Part 5 wird demnächst, glaube ich, demnächst starten.
Weil ich versuche auch so schnell wie möglich die Let's Plays zu machen. Auch mindestens 20 Minuten lang, damit ihr Unterhaltung habt. Und dann natürlich die Playlist habt ihr auch zur Verfügung. Da können alle gleichzeitig kommen. So. Nächsten Part, also Part 5, werden wir Minzmeer und die Eiswürfelfälle besuchen. Naja, eins von beiden, ehrlich gesagt, weil beide gleichzeitig werden wir nicht schaffen. Also, weil Minzmeer Welt 3 ist, gehen wir zum Minzmeer und danach gehen wir zu den Eiswürfel-Eisfälle. Und dann gehen wir zum Limonadendschungel nach beiden Welten. So, und wir sehen uns nun beim fünften Part von New Super Mario Bros. U Deluxe. Ich wollte gerade Deluxe sagen. Tschüss!